Ja, jedenfalls. Oh, nee, das kannst du aber halten. Ich möchte halt, wie gesagt, auch irgendwann mal ein bisschen Freizeit genießen oder halt, wie jetzt, einfach ein bisschen spielen, weil ich, jetzt habe ich einen Server wieder und ich möchte einfach zocken. Daher. Ja, daher mache ich das jetzt einfach so, dass ich das alles ein bisschen umändere. Also das so Baupläne. Steht nicht drin, wo man die baut. Ist ja lustig. Kann ich hier den Schrank packen? So. Ja, jedenfalls, es ist alles doch sehr zeitfressend. Also wie gesagt, aufnehmen, sichten, schneiden, bearbeiten, dann über Nacht rendern und dann über Nacht oder während ich arbeiten bin, hochladen. Weil das Hochladen, das dauert ja auch nochmal 2 Stunden noch was, wie ich heute früh gesehen habe. Also fast 3 Stunden hat die erste Folge gebraucht. 2 Stunden 44, glaube ich, stand da, als ich es gestern Abend mit reingepackt habe. Nee, gestern Abend? Nee, heute. Als ich aufgestanden bin und das, was schon gerendert war, habe ich dann schon mal hochgeladen, damit ich halt am Morgen in Ruhe weiß, es wird veröffentlicht. Und es dauert doch ewig, so 30 Minuten Folgen sind echt zeitfressend. Aber es macht mir im Endeffekt halt auch Spaß. Aber es sollte halt auch das Verständnis geben, dass ich auch nur ein Mensch bin und irgendwann mal auch Zeit benötige für mich. Kann nicht nonstop produzieren. Irgendwann kommt auch die Zeit, wo ich mal wieder unterwegs sein möchte mit Freunden oder so. Und da steht dann leider YouTube auch hinten dran, was aber, denke ich mal, verständlich. Ich habe mein Lagerfeuer wieder. Aha, in dem Viech war es. Mach ich jetzt? Nein, habe ich nicht. Oh, auch da Räucher. Ja, jedenfalls bin ich nur ein Mensch. Vielleicht auch irgendwann mal, wenn es wieder schöneres Wetter gibt, unterwegs sein. Muss ich dann jetzt schon mal ein bisschen runterschrauben, damit sich das alles so ein bisschen einlebt. Und ja, wie gesagt, der Groß ist, dass längere Folgen sind und ich hier jetzt ein bisschen rumhampel. Ansonsten ändert sich jetzt nicht so viel. Ich werde weiterhin Tomb Raider laufen lassen und das alles. Was kann ich dazu noch groß sagen? Keine Ahnung. Ach, nicht, nicht. Da waren so Perlen. Perlen. Dann, das ist mir jetzt zu langsam. Dann füllen wir mal den kleinen Mini-Fabricator. Der ist so süß. Ja. Ich habe nach wie vor immer noch Spaß daran. Ich mache das alles immer noch freiwillig. Das wird, glaube ich, auch so bleiben. Das ist halt das, was ich immer machen wollte. Und da finde ich halt meinen Weg, das auch alles zu planen und zu timen. Und wie gesagt, den Rechner lasse ich eh über Nacht laufen. Da muss ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, irgendwie, dass da irgendwas passieren könnte oder so. Und ach, ich sehe da gerade was. Der Groß.
auf Strom. Ich hätte den Fabricator vorhin nicht wegreißen dürfen. Fuck. Das war ja jetzt nicht so glorreich. Nochmal einen Fabricator bauen. Das ist so behindert. Man braucht, um diesen kleinen Fabricator hinzustellen, erstmal Stromkabel und Generatoren und sowas alles. Und das kann man nur im großen Fabricator basteln. Wozu will ich dann einen kleinen Fabricator, wenn ich mir eine große E hinstellen muss? Das ist voll bescheuert. Jetzt geht wieder irgendwas zu mir, natürlich. Alter, geh raus. Will ich nicht die Maus haben. Ja. Ich hoffe, dass das alles so die Zustimmung findet, weil ich habe auch gesehen, andere laden zum Beispiel ein Let's Play sporadisch hoch oder einmal in der Woche, einen Tag und dafür aber ständig verschiedene Let's Plays. Und das wäre mir auch einfach zu viel. Ich möchte eins beenden, so wie Tomb Raider. Ich bin froh, wenn ich das dann mal irgendwann durch habe, aber es wird ewig dauern, bis das, ich habe das Spiel auch so allgemein immer noch nicht durch. Ich spiele es jetzt eigentlich auch nur für die Aufnahme nochmal. Bei dem anderen war ich ja schon halb durch. Aber, naja. Wie ist das? Das muss immer durch hier. Genau, jetzt muss ich die Stromkabel basteln. Oder? Hm, kannst ja nicht mal anschalten. Wow. Ja, es ist, alles nicht so einfach. Ich werde mir echt überlegen müssen, wie ich das machen will. Jetzt überlege ich gerade, braucht der auch Strom? Hä? Der braucht Strom. Ach, Benzin. Wo ist mein Lagerfeuer? Das muss ich erstmal wieder reinfinden. Das ist alles schon selbstverständlich gewesen für mich. Und jetzt, hallo? Unglaublich, wie frech. Oh, tauchen. So, Leder und Öl. Ah, ich brauche einen Schmelzofen dafür. Wo kann ich denn den bauen? Oh, ich hasse das. Oh, Mann. Stein und Feuerstein. Holz und Fasern. Nein! Den habe ich echt ein bisschen hoch. So, lasse ich mal erstmal stehen, so. Damit ich mir später noch Fleisch braten kann. Sonst brauche ich hier noch. Was zum Brennen. Wie so ein kleiner Anfänger gerade. So, ein bisschen Benzin herstellen. Ich muss noch mehr Öl abbauen. Ich denke, das werde ich auch alles offscreen machen. Und versuchen, alles irgendwie aufzubauen. Also nicht wundern, wenn das alles so ein bisschen plötzlich von da nach da springt und so. Also ich werde dann tatsächlich sporadisch aufnehmen und nicht hintereinander weg, so wie beim letzten Mal. Obwohl, da habe ich zwischendurch auch mal gespielt und nicht alles aufgenommen. Aber da habe ich halt drauf geachtet, dass ich nicht zu weit fortgeschritten bin. Jetzt haben wir hier gerade schon einen großen Sprung drin, weil ich jetzt auf einmal meine eigene Hütte habe. Aber das war auch recht schnell gebaut und das wollte ich euch nicht nochmal antun. Ihr habt den Bau, das ist auf einem anderen Server gesehen. Das hat eigentlich voll ausgereicht.
Und ja, bin ich der Meinung, dass es so eigentlich reichen sollte. Dass es so an sich okay ist, wenn ich jetzt sporadisch aufnehme. Hauptsache, es kommt noch was und es ist ein bisschen Content drin. Ich versuche dann halt immer wieder irgendwas mit reinzubringen. Und in der letzten Aufnahme ist halt, wie gesagt, der Mikroraptor vorbei gewesen, den ich durch Zufall entdeckt habe. Das war sehr schön. Wie lange war der dabei? Überlege ich gerade. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, aufgenommen. Bin mir nicht sicher. Naja, werde ich sehen beim Schneiden. Und werde mich dann auf die Suche nach Viechern machen. Und vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Folge, wo ich einfach irgendwas spawne. Dass ich mir da die Codes vorbereite und dann spawne ich einfach mal so ein paar Sachen und zeige die. Und ansonsten habe ich mir auch schon eine kleine Sache ausgedacht, die ich vielleicht noch mit den anderen besprechen werde. Und zwar habe ich mir überlegt, vielleicht so eine Art Arena aufzubauen. Und dann kann ein Spieler sich irgendwelchen Kreaturen stellen, die ich hinspawne. Das könnte vielleicht auch nochmal ganz lustig werden. Also, aufgrund des XP-Fehlers, was ich da veranstaltet habe im Skript, sind wir eh relativ hoch und können uns da den Wesen stellen. Ja, denk mal, das könnte dann noch interessant werden. Vielleicht werde ich den Bau der Arena filmen, aber ich glaube eher nicht. Das wird sehr nervig. Also ich werde, wie gesagt, die Tage runtersetzen, aber das wird wahrscheinlich hier schon erfolgt sein an dieser Stelle. Wahrscheinlich schon mit der zweiten Aufnahme. Die erste Aufnahme habe ich jetzt hintereinander weg hochgeladen. Aber vielleicht wird dann die Woche darauf, also nächste Woche, vom Zeitpunkt der Aufnahme. Scheiße, ich weiß gar nicht, wann das hier jetzt rauskommt. Ich denke mal, da drauf die Woche. Werde ich jetzt einfach dann, denke ich mal, auch 3 Tage die Woche oder 2 Tage die Woche Arc hochladen. Ich habe aber auch schon mal überlegt zu streamen, dass ich vielleicht am Samstag oder so, Samstagnachmittag Abend, dann vielleicht mal einen Stream mache mit Arc und ja, es könnte langweilig werden, aber naja, es werden noch langweiligere Sachen gestreamt, von daher denke ich, ist es okay. Ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, aber ich bin zum Beispiel kein großer, also ich bin nicht sehr überzeugt von Minecraft zum Beispiel. Ich finde Minecraft irgendwie merkwürdig. Es ist halt nicht mein Spiel. Und ich könnte mir da auch keinen Stream zu angucken irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin halt echt so ein, ja, für mich muss auch die Grafik stimmen und alles irgendwie. Also es muss jetzt nicht die beste Grafik sein. Es muss aber halt, weiß ich nicht, ich kann so dieses, ich war auch nie ein Fan von Tetris oder sowas, das gebe ich offen zu. Tetris hat mich auch immer angekotzt. Daher ist es, glaube ich, nicht groß verwunderlich, dass ich da jetzt nicht so der übelste Fan bin von solchen Sachen. Und daher, naja, ich werde mir das noch überlegen mit Stream, weil das ja auch immer gut überlegt sein muss. Damit man da nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, den Faden verloren mal wieder. Ich mich hier gerade konzentriere, um zu werfen. Ich stehe hier nämlich schon wieder davor. Das mag ich gar nicht. So ist gut. Ich die Hand ist drin. Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es wird sich einiges ändern, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt von Erfolg. Aber ich hoffe, dass so die längeren Folgen und vielleicht auch die Webcam ein bisschen entschädigen, damit es nicht zu viele traurige Gesichter gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Und wie gesagt, das sage ich jetzt, glaube ich, irgendwie zu jedem Ende der Aufnahme, dass ich mich sehr über Feedback freue, über Kommentare und, weiß ich nicht, weiter empfehlen oder sonst irgendwas. Würde mich da echt freuen. Ein bisschen Support ist nie schlecht. Aktuell bin ich, glaube ich, bei 32 Abonnenten.
Es ist für mich eigentlich schon echt überraschend gewesen, dass ich jetzt so hoch kam. Denn es kam jetzt irgendwie so einer nach dem anderen. Und ja, es gibt mir doch die Hoffnung, dass ich das hier alles, ja, machen kann, um jemanden damit den Tag zu versüßen oder sonst was, keine Ahnung. Dass einfach irgendjemand da so seine Freude dran hat, es zu sehen. Kriegt hin und wieder mal ein bisschen Feedback, das ist natürlich ganz schön. Weil ich dann merke, oh, da kommt doch noch jemand zu, aktuell. Es ist noch nicht zu langweilig geworden. Das freut mich dann halt immer sehr. Daher, so, ich muss mal wieder mein Interface einblenden. Ich wundere mich schon, wo meine Anzeige hin ist. Ja. Da würde ich jetzt erstmal hier einen Schnitt machen, auch wenn ich dann bei 1 Stunde 40 bin, aber ich will jetzt nach 20 Minuten rumgehen und nichts machen. Direkt. Ich werde jetzt einfach hier weitermachen und mal gucken, wo ich zur nächsten Aufnahme stehe. Das wird jetzt nicht normal spielen. Aber ich will keine Best-Ops machen. Das ist mir ein bisschen zu blöd, weil ich dann alles einzeln schneiden muss und ach, das kann ich dann halt zusammenschneiden. Ach, das ist denn jetzt ein Best-Of? Und dann müsste ich halt immer die Action rausnehmen. Aber im Endeffekt, ihr wisst, bei mir passiert jetzt nicht so viel Action, außer ich werde von einem Viech plötzlich angegriffen. Oder ich rege mich auf, wenn ich was baue, aber momentan ist alles noch entspannt. Außer halt der Start. Ich hoffe, ihr hattet da euren Spaß beim Gucken. Denn der Start war wirklich ein Highlight. Diese Rage-Momente. Muss sagen, ich habe beim Durchgucken den Tag später, habe ich dann tatsächlich auch lachen müssen. Weil es einfach teilweise so dämlich war. Ja. Peinlich, aber egal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das gibt mir die Hoffnung, dass ich mit dem Server und alles gute Arbeit geleistet habe. Dass wir halt auch ein bisschen Spielspaß hatten und nicht irgendwie 100.000 Mal gestorben, sondern nur 1.000 Mal. Vor allem nicht. Das habt ihr ja dann gesehen. Ja. Wenn ihr noch eine andere Perspektive vom Server haben wollt, dann könnt ihr gerne bei dem iOWake in den Videos, wo er dabei ist, habe ich ihn verlinkt in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Vielleicht auch ein Abo dalassen, wie ihr möchtet. Aber wir nehmen halt jetzt tatsächlich getrennt auf, weil es ist schwierig, das irgendwie zu timen. Wann hat wer Zeit, wann hat wer Lust, wann kann der, dies, jenes und wann nimmt derjenige das jetzt nicht auf. Und wir laden jetzt auch die ersten Folgen schon unterschiedlich hoch. Ich lade, glaube ich, schon vor ihm hoch, jeden Tag. Und er lädt, glaube ich, nur ab Mittwoch hoch und Mittwoch, Freitag, dann wieder Montag und er hängt dann halt bei mir ziemlich nach. Deswegen werde ich meinen Hochladeplan einfach auch ändern. Und so kriege ich auch wieder ein bisschen Luft. Ich muss nicht jede Nacht mehr Computer laufen lassen. Mit Tomb Raider will ich halt tatsächlich täglich laufen haben, damit ich da ein bisschen vorwärts komme. Mit Tomb Raider hat halt Story. Und es ist mir wichtig, dass ich da auch vorwärts komme. So wie jetzt, das Wochenende war echt blöd. Da habe ich nur 1 Stunde aufnehmen können, weil einfach die Sucht von Ark da war. So dieses ganz Neue und ach, Ark. Ich bin sowieso so ein bisschen argsüchtig. Argsüchtig, so. Und, ja. Ist halt schwierig alles. Das unter einen Hut zu bringen. Aber schaffen wir schon. Hoffe ich. Ansonsten macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Das wieder heißt, viel Gelaber und wenig Action. Auch weil ich habe mich hier rein zu. Ich habe 2 Minuten. Das war doch mal so eine einfache Blumenhöhle. Ja, ansonsten ist ja nicht so viel passiert. Außer, dass mein Alu irgendwie besser so ist. Das war jetzt nicht so glorreich. Ja, aber zumindest habt ihr jetzt einen aktuellen Stand. Bis was hier hochgeladen ist, geht halt eine Weile und das gibt dann schon wieder einen neuen Stand. Wahrscheinlich auch schon wieder eine neue Produktion, also eine neue Aufnahme. Ich werde mal gucken. Okay, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und immer noch Spaß dran habt, zuzugucken und zuzuhören. Und wie gesagt, Feedback, Kommentare, Abos, Empfehlungen, ich habe keine Ahnung, Twitter,
Ich bin über jeden Support dankbar. So. Jetzt belästige ich euch nicht länger und halte euch von anderen Let's Plays ab. Wird man noch ein Tomb Raider Let's Play nebenbei. Bisschen Schleichwerbung hier. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Außer ihr guckt es am frühen Morgen oder am Tag, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge. Und freue mich, dass ihr jetzt hier dabei seid. Tschüss!